Vor 6 Monaten will eine Filmcrew eine mysteriöse Entdeckung gemacht haben. Auf der Suche nach passenden Drehorten für einen Horrorfilm über unerklärliche Phänomene, paranormale Erscheinungen und außergewöhnliche Himmelsphänomene seien sie auf eine rotierende Insel gestoßen, die sich selbstständig um ihre eigene Achse zu drehen scheint, heißt es in einem Video des argentinischen Teams. Die Insel, die sich in der Nähe der argentinischen Kleinstadt Campania befinden soll, sei weitgehend unerforscht, so sagte zumindest das Team. Über eine Kickstarter-Kampagne sammelte die Gruppe nun Geld, um die Gegend um die mysteriöse Insel mit Hilfe von Biologen und Geologen zu erforschen. Die ca. 120 Meter runde Insel hat die Filmcrew aufgrund ihrer Form The Eye, also auf Deutsch das Auge, genannt. Mit dem Timeslider-Tool von Google Earth konnte das Team nachweisen, dass die Insel tatsächlich rotiert. Aber wieso macht sie das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn und widerspricht jedem Gesetz der Natur. Erste Bilder der Insel lieferte Google bereits seit 2003. Während sich Forscher bisher nicht zu dem seltsamen Fund der Filmcrew äußerten, scheint besonders eine Gruppe großes Interesse an der Insel entwickelt zu haben. Ein UFO-Jägerteam sagte dazu, die Form ist groß und rund, groß genug, dass ein 100 Meter UFO hindurch passen könnte. Das Wasser unter der Insel muss unbedingt untersucht werden, erklärte das UFO-Team im Interview mit der Huffington Post von England. Nach einem gescheiterten Versuch, die Insel zu Fuß zu erreichen, unternahm das Team aber eine weitere Wanderung zu dem Objekt der Begierde. Nach 8 Stunden Marsch durch sumpfigstes Gelände erreichten sie schließlich den runden Kanal, der die Insel umgibt. Eine weitere Merkwürdigkeit stellt das Wasser im Kanal selbst dar, denn es ist sehr klar und ungewöhnlich kalt, was in dieser Region total unüblich ist. Vergessen wir nicht, das liegt ja am Amazonas, dort ist es brühheiß. Der Untergrund der Insel selbst im Vergleich zu dem sumpfigen Gebiet ist hart und tatsächlich die Insel schwimmt auch. Das eingesammelte Geld der Kickstarter-Kampagne wird jetzt dazu eingesetzt, eine neue Expedition zu realisieren, um eine Filmdokumentation zu produzieren. Dafür sollen Taucher, Geologen, Ufologen und spezielle Drohnen vor Ort bei der Lösung der Lost Insel helfen. Denn als das Team vor Ort war, konnten sie nichts Außergewöhnliches entdecken, bis auf die Temperatur des Wassers. Sie bräuchten dazu schon professionellere Ausrüstung, wie kleine Tauch-U-Boote oder Tauchausrüstung oder ähnliches, und das kostet natürlich Geld. Einheimische haben ihre eigene Meinung zu der Entdeckung der Insel. Für sie ist ein Kreis in einem Kreis ein Zeichen Gottes auf Erden. Ich denke, hier könnte eventuell ein Portal oder eine unterirdische UFO-Landestation sein. Was denkst du, um was es sich hier handelt?